Hallo Söhnchen. Oh, du schläfst so gut. Ich glaube, ich nehme mal gerade dein Buch weg. Weißt du, du hast genug gelesen und wir landen ja bald. So, stecken wir uns das mal ein. Naja, okay. Dann kann ich jetzt mein Essen noch ein bisschen essen und dann. Oh! Was ist um alles in der Welt? Oh mein Gott! Uiuiuiui! Die ganzen Kisten! Die ganzen Koffer! Was ist passiert? Wir stürzen ab! Wo sind die Flügel? Sohn! Kerl! Oh mein Gott! Was ist passiert? Was machst du da mit meinem Sohn? Lass ihn hier! Nimm mich! Bleib stehen! Oh mein Gott! Boah. Mal kurz aufstehen und ich bin total blutig an meinen Händen und seit wann sind denn hier die Fächer offen? So, jetzt will ich mal was prob. Was? Nur Item added to To-Do-List. Aha! Und zwar. Hallo und herzlich willkommen zu einem Zwischenprojekt, solange Enderal nicht kommt. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Folgen wir davon machen werden, wie oft wir es überhaupt spielen werden. Willkommen bei The Forest. Ich habe The Forest schon. Naja. Früher habe ich es noch nie gespielt. Ich habe mir das eher gesagt nur angeguckt. Aber dann kam da so ein Riesen-Update raus. Und ich habe mir das jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren wieder angeguckt. Ich glaube nach 2. Und es hat sich so viel getan, so viel atmosphärisch ist, was passiert. Und vor allem Dingen, es sieht einfach schön aus und die ganze Spielmechanik wurde überarbeitet. Und da dachte ich mir, komm, Terra, jetzt musst du es mal kaufen und mal spielen. Und das erste Mal mit Greenscreen im Hintergrund, das erste Let's Play damit. Das muss man mal ausprobieren. Und ja, so, dann wollen wir mal was mampfen. Was ist das denn? Ducken? Ja, ducken kann ich mich. Das sieht aus wie eine Fanta. Ich glaube, das ist eine Fanta. Nimm mal sie mit. Nimm mal die hier auch mit. Oh, was haben wir da? Ein paar Pillchen. Hier auch nochmal eine Cola. Und hier, oh, yay, Alkohol. Das braucht man doch immer. Vor allen Dingen, wenn es einem hier auf einer Insel nicht gut gehen sollte, dann haben wir immer Alkohol dabei. Was ist denn das hier? Ein Coupon. Was? Passenger Manifest. Finds the missing passengers. Dann wollen wir doch mal gucken. Aha. 45 Passagiere waren mit uns an Bord. Und wir sind der Leblenk. Kann ich das. Lese ich das richtig? Ja, Leblenk. F. Nee, ich bin eigentlich Leblenk E und wir suchen halt den T. Ja, wir suchen Timmy. Und das ist die Frage, wo der ist. Warum leuchte ich denn so? Hä? Ist doch gar keine Lampe. Ich werde das mal erstmal wieder kurz wegnehmen. Ah. Feuer wollte ich eigentlich nicht. Kann ich jetzt eigentlich dieses. Egal. Wir werden mal gucken. Wollen wir mal schauen. Und das hier ist eine von den Stewardessen. Die liegt ja aber echt mit einer Axt im Bauch. Huch. Was hat hier gerade gepoltert? Ach so, das war hier das Essensbesteck. Beziehungsweise Teller. Nehmen wir uns mal die Axt in die Hand. Dann haben wir nämlich mal etwas dabei. Und tja, dann wollen wir hier mal runterspringen. Yay! Boah. Ey, das sieht so super aus hier. Ich finde das richtig schön. Was haben wir da? Ein Stein. Und da haben wir irgendwelche Beeren. Ich glaube nicht, dass wir die essen können. Aber wir müssen irgendwie. Ich weiß gar nicht, welcher Knopf war denn das? Ne, das war das mit der Liste. Ah, mit G kann ich mir die Liste angucken. Okay. Ich weiß nur nicht mehr. Ich glaube, es gibt ja eine To-Do-List jetzt auch. Ne, das ist der falsche Knopf. Welcher Knopf war denn das jetzt? Ja. C? Nein. Ah, es ist B wie Bertha.
Ich wollte jetzt nichts anderes sagen. B wie Bertha. Da oben habe ich was jetzt mit dem Haken. Findet Timmy. Send up a camp. Set up a camp. Ach, wir sollen ein Camp bauen. Find the missing plane passengers. Die müssen wir auch alle irgendwie suchen. Und dann haben wir hier noch was blinken. So geht es uns im Moment. Wir wiegen 205 LGS. Ich habe keine Ahnung, was LGS heißt. Lebensgewichtssekunde. Klingt total plausibel. Dreadness, das wird das Herz sein. 6%, Strange 20, Sanity 100. Also uns geht's eigentlich total gut. Unser Magen ist 43% gefüllt. 29% Hunger haben wir. Mhm. Und was haben wir hier? Armor, Cold Armor. Kann es sein, dass wir jetzt auch... Weil es soll wohl angeblich eine Winterlandschaft geben. Da müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwo finden. Kann es vielleicht sein, dass wir jetzt auch noch Winterklamotten anziehen müssen? Ich bin mal sehr gespannt. Und dann war hier noch irgendwo eine Seite. Hier wird das Crafting so ein bisschen erklärt. Air ist Crafting Area. Wir können da natürlich so ein bisschen was bauen. Ich wäre jetzt eigentlich dafür, wenn wir uns erstmal einen Bogen irgendwie bauen werden. Und wir müssen auch gucken, wo wir hausen. Tja, hausen ist ja nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, hier soll es nette Gesellschaft geben. Schöne Nachbarn, gute Nachbarn vor allem. Und dann knacken wir mal hier die Kiste auf. Da haben wir ein bisschen Close und eine Batterie. Was kann ich denn eigentlich... Ein Walkie-Talkie. Kann ich das auch benutzen? Ah! Communication in Multiplayer-Games. Ey, das ist ja geil. Da würde ich dann überhaupt keinen... da bräuchte man eigentlich keinen... Kein Teamspeak oder kein Discord. Was war das gerade? Ach, das war ich bestimmt, der hier gelaufen ist, der die Geräusche gemacht hat. Mensch, das Flugzeug sieht echt toll aus. Naja, wollen wir mal gucken. Hier gibt es ein paar Steine. Nehmen wir natürlich mit. Ich frage mich, wo wir hier abgestürzt sind. Ist auf jeden Fall ein schöner Wald. Oh, noch ein Stein. Okay, ich habe genug Steine im Gepäck. Man sieht es daran, weil ich jetzt wieder einen fallen lasse. Wir bräuchten vielleicht mal hier. Davon was? Ein paar Sticks. Na los, geh kaputt. Hey, zwei Schläge aus. Da hinten sind gerade Vögel gelandet. Schräge Vögel, wohlgemerkt. Upsala. So, einen pinken Koffer. Oh, ein Häschen! Ein Häschen! Bleib stehen! Komm her, komm on, komm on! Na. Oh, noch eins. Und wir haben es erwischt. So, E gedrückt halten. Bams. So, das ist jetzt auch neu. Ich kenne das noch von früher. Da musstest du mehrmals E drücken und dann hast du eigentlich nur das Kanickel... Also, aufgehoben, weil die Haut, die gab es da noch nicht, dass man die aufsammeln konnte. Und wir können hier sogar den Hasenkopf mitnehmen. Mit dem können wir zuschlagen. Nicht dein Ernst. Ich wüsste mal gern, was man mit dem Hasenkopf machen kann. Ich habe doch gerade was gehört. Hier fallen auf jeden Fall ganz viele Tannennadeln runter. Was kraspelt denn hier so? Wir sind mal ganz still. Was ist denn das? Das ist ja viel größer als ich. Dieses Teil hier. Da hängt ein Frosch dran, wenn ich das richtig sehe. Nee, das ist gar kein Frosch. Ist das eine Puppe? Ich kann das nicht erkennen. Sieht aber mehr aus wie ein Frosch, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das hier? Sind das Backenhörnchen? Na los! Ich will keinen Baum fällen. Ich will das Vieh... Mal gucken. Was bringt mir das? Das bringt mir nur Fleisch. Aha. Oh, wie geil! Jetzt gibt's ja sogar Rehe! Ich habe mich gerade verliebt in das Spiel. Ich weiß noch, früher gab es immer hier die
Häschen gab es immer. Dann gab es hier die Vögel, die immer rumgeflogen sind. Eine Taube ist da nicht rumgeflogen, aber es... Oder ist es ein Rabe? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das gerade sein soll. Es gibt ja jetzt so viele verschiedene Tiere. Ey, das ist für mich wie gerade das Spiel neu entdecken. Das finde ich auch gut so. Und diese Statuen. Effigies, keine Ahnung, wie sich das Ding hier nennt. Was die hier aufstellen. Sieht sehr, sehr freundlich aus. Ich weiß gar nicht, was passiert denn... Oh. Wir können sie also kaputt machen. Das ist schon mal schön. Dann können wir hier jedenfalls die Umweltverschandlung etwas beheben. Die Frage ist, wo bauen wir unser Haus? Ich möchte nämlich irgendwo hausen, wo ein Teich ist. Ein kleiner. Ist das hier eine Höhle? Oder warum stehen die Dinger hier? Ah, da hinten hat sich gerade das Wäldchen ein bisschen aufgebaut. Ach so, das war ein Schatten da. Oh. Also meine ersten Erfahrungen mit The Forest waren eigentlich früher auch schon grandios, als ich das Let's Play halt verfolgt habe von einem gewissen YouTuber. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer dabei zuzugucken. Ich wollte es immer selber spielen, aber irgendwie dachte ich mir, irgendwie lohnt sich das nicht so richtig. Weil du machst ja eigentlich quasi immer das Gleiche. Aber dann habe ich das erste Mal richtig selber gespielt. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gekauft. Und ich war überrascht. Ich höre was. Aber das könnten hier die Tannennadeln sein, weil sie runterfallen. Und es hat sich einfach so gewaltig viel getan in diesem Spiel, dass man einfach da das einfach nur kaufen musste dann. Weil hör mal die Atmosphäre, du hast jetzt viel mehr Geräuschkulissen, du hörst auch den Wind richtig pfeifen und hier grillen und irgendwelche Vögel hörst du. Irgendwo hört man bestimmt auch eine Amsel zwitschern. Also die haben hier sehr viel dran gemacht und vor allen Dingen die Axt, ne? Wenn ich mal bedenke, dass der Griff früher nie so aussah. Ach so, ich muss auch mal irgendwo baden. Früher war das einfach nur ein Stück Plastik, was man in der Hand hatte, oder Gummi. New Item discovered. Das hier ist irgendwas, ich glaube... Was sind das für Blumen? Marigold. Nehmen wir die einfach mal mit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber hier ist ein schöner Trampelpfad. So, ein paar Blätter nehmen wir mit. Ich glaube, einen Bogen kann ich tatsächlich schon nicht bauen. Mir fehlt noch ein Seil. Boah, das sieht so schön aus, einfach nur. Es hat gerade geknetert. Ich bin ein bisschen schreckhaft. Ein Varan. Na los, komm. Haja. Oh, das gibt's doch nicht. Bleib stehen! Alter! Bleibst du wohl! Alter! Na endlich, es geht doch! Weicht er mir tausendmal aus, aber irgendwann hat er auch mal verloren. Ja, und ich werde die, denke ich, mal auch so nennen, weil ich habe das nämlich tatsächlich damals bei Gronkh verfolgt. Und dadurch, dass ich ja auch zu der Community gehöre, werde ich die auch Lurche nennen. Denke ich mal. Huh! Da hinten ist was. Ich habe nur ein ganz wichtiges Detail vergessen. Und das muss ich dann auch machen. Weil er hat das letztens mit Funk ja auch gespielt. Deswegen bin ich ja erst wieder darauf gekommen, dieses Spiel irgendwann mal zu kaufen. Hui! Komm hier! Patsch! Na! Ich bin hier gerade ein bisschen vorsichtiger, weil da ist ein schönes Dorf, wo ein paar Eingeborene sein könnten. Was haben die denn da jetzt in der Mitte stehen? Das Lagerfeuer. Ist jemand zu Hause? Hallo, guten Tag. Sieht nicht so aus, aber hier ist ein Seil. Ich höre was. Das klingt wie ein Skelett.
Oder ist hier ein Windspiel irgendwo? Kann ich das Feuer eigentlich anzünden? Nö. Den lassen wir mal leben. Ich möchte ja auch... Naja gut, hier sind ein paar von den... Wie kommt denn der auf die Idee, den Tisch zu schieben? Bist du denn des Wahnsinns? Na! Survival! Ha! Das wollte ich sagen. Ist ja auch ein Survival-Spiel, ne? So, dann wollen wir mal. Wenn hier das Dorf ist, gab es hier nicht auch irgendwo einen schönen See? Ich bin eigentlich der festen Überzeugung. Ich muss vor allen Dingen mal... Was war das? Habt ihr das gerade gehört oder habe ich gerade nur ein Hirngespinst gehabt? Es hat doch gerade so ein Krrrr gemacht. Hallo? Ist da jemand? Ich habe irgendwie Angst, wenn ich das erste Mal auf die treffe. Vor allem, das ist nicht mehr wie früher. Man hört die nicht mehr einfach so. Die machen jetzt nämlich weniger Geräusche als früher. Also... Bevor sie einen richtig bemerkt haben, dann laufen sie heimlich still und leise auf einen zu, sodass man sich richtig erschreckt dabei. Es war jedenfalls meine erste Runde, die ich damit gemacht habe. Ich habe auch nur einen Tag überlebt. Also, erwartet keine Wunder. Vielleicht ist das auch schon unser letzter Tag hier. Ah, gucke mal. Oh, das ist ja schön. Es quakt! Sollte nicht im Normalfall das Wasser da rauslaufen, hier rüber und dann über diese Kante laufen? Also hier sieht's richtig aus. Finde ich auch total schön. Aber hier fehlt irgendwie noch so eine Animation. Die kommt vielleicht noch. Ist ja immer noch ein Early Access Spiel. Und da ist gerade ein Koffer geflogen. Aus irgendeinem mysteriösen Grund. Dieser rote Koffer. Hey, Koffer. Alles klar? Warum bist du geflogen? Ich glaube, ich schlachte dich. Es wird langsam dunkel, ne? Wollen wir hier... es ist vielleicht nicht der beste Ort, um... Ich glaube, ich habe gerade Selbstgeräusche gemacht. Ich muss mal eben... I wie Inventar. Das muss ich erstmal gucken, weil das Mikrofon sitzt anders als sonst. Und da habe ich jetzt erstmal leichte Probleme, mir das richtig hinzulegen. Habe ich denn nichts zu essen? Doch, ich habe einen Energieriegel. Ist erstmal besser als nichts. Da hinten, das könnte die Schneelandschaft sein. Alter, was ist denn das hier für eine Stelle? Huh? Und schon haben wir das Kanickel. Das arme Kanickel, aber ich brauche was zu essen. Nur wir haben bis jetzt noch nichts gebraucht, ne? Was ist denn das da für ein cooler See? Den kenne ich nicht. Da ist ein Cockpit. Ich habe das Cockpit gefunden. Und da hinten ist ein Dorf. Ach, das ist das Kaninchen. Boah. Mich wundert es ja gerade so ein bisschen, warum wir denen noch nicht über den Weg gelaufen sind. So, dann schwimmen wir da mal hin. Ich weiß nicht, was es da gibt. Aber das Cockpit zu finden ist schon mal nicht schlecht. Und das, bei unserer ersten Folge, wohl bemerkt. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folgen machen werde. Uah. Ja, komm, mach das weg hier. Da ist ein Koffer. Nee, was ist das? Das könnte ein Server sein. Also ein Teil von einem Server. Oh Gott, es wird hier duster. Was ist denn... Leuchtpistole! Her damit. Dann haben wir ein paar elektrische Bauteile. Was liegt da?
Stein. Oh. Wir schmeißen den mal gerade ins Wasser. Hui. Plutsch. Und nehmen das da. Was ist das? TV-Stars Wife Dies. Aha. Irgendwas, was jetzt in unserem Survival-Book ist. Da gucken wir mal rein. Ich finde das so cool hier mit dieser Lampe da oben drauf, ne? Was ist das? Aloe Vera. Ach, alle Pflanzen, die wir so... Ach du Scheiße. Das sind 5 Seiten. Alle Pflanzen, die wir hier so einsammeln und ausprobieren, haken wir hier ab in unserem Survival-Buch. Das ist nicht schlecht. Was ist das? Ach, das ist das, was wir eben gerade gefunden haben. Und das wird hier eingehängt. Sind wir das hier? Wir scheinen... Das war mir noch nie bewusst. Das ist doch unser Sohn. Also der, der jetzt abhanden gekommen ist. Und wir sind der Typ? The Tragic Accident Exposed. Aha. Das ist ja mal höchst interessant. Das ist wirklich höchst interessant. Oh Gott, ist das hier duster. Selbst mit dem Feuerzeug sieht man nicht wirklich was. Ich hätte vielleicht irgendwo mein Haus bauen können. Aber nein, Terra muss ja so lange laufen, bis es wirklich stockduster ist. Habe ich gerade einen Wolf gehört? Habt ihr dieses Au! Gehört? Ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe mal nach da, weil ich möchte mir gerne mal diese Winterlandschaft antun. Was ist das da? Das hat sich doch gerade bewegt. Ach, das sind Schildkröten. Na? Du uralte, schöne, krasse, tolle Schildkröte. Naja, sind schön langsam. Und da ist ein Vogel. Ein roter. Oh mein Gott. Ein Senkrechtstarter. Was macht er jetzt? Das könnte man als Ladebildschirm nehmen, weißt du? Wenn er so im Kreis fliegt. Oh, oh. Man sieht jetzt gerade, dass hier oben drüber und überall, ich sehe das nämlich gerade da unten, dass man da so leichte Spuren sieht von dem Greenscreen. Ich habe es noch nicht zu 100% so einstellen können, dass es also irgendwie weg ist. Und es könnte auch durchaus passieren, dass man durch meine Augen durchgucken kann. Ich bitte das so ein bisschen zu verzeihen. Das ist noch ganz, das ist noch alles Neuland für mich, mit dem Greenscreen zu arbeiten. Ich mach mal das Licht aus. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich habe da irgendwie immer so das Gefühl. Und wir haben wieder irgendwas gefunden, was abgehakt wurde in unserem Buch. Hier sind nicht so viele Bäume. Aber es wäre vielleicht schon mal schön, wenn ich irgendwo ein Feuerchen machen könnte. Was ist denn hier? Na, sieh mal einer an. Alter! Was willst du? Ich hab dir nichts getan! Oh mein Gott! Lauf! Wie viel sind denn das? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Schreie... Na los! Lasst mich in Ruhe! Ich habe euch nichts getan! Oh! Ja, los! Prügelt euch! Oh, noch einer! Alter, sind die laut! Ich will hier weg! Ich sagte doch, es ist... Aua! Alter! Es ist doch gerade der erste Tag! Ich kann doch nicht schon sterben! Hilfe! Hat er den gerade umgehauen? Sie... Hallo, sie hat dich geschlagen! Alter, diese Geräusche, die sind ja furchtbar. Na, habt ihr genug? Natürlich nicht.
Bleib mir bloß vom Leib! Los! Oh, hab ich ihn gerade den... kann es sein, dass ich ihm den Kopf abgeschlagen habe? Sah irgendwie gerade merkwürdig aus. Jetzt sind sie auf einmal alle weg, ne? Ich will wieder zu diesem Zeltlager, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die mich hier finden. Oh, das ist das Karnickel. Meine Güte. Da kriegt man ja hier einen halben Herz, Kaspar. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geräusche sind hier furchtbarer. Es klingt aber viel realistischer jetzt. Wenn ich mal bedenke, am Anfang haben die ja nur diese komischen... Blink, bloink. Wie man immer so schön gesagt hat. Und jetzt machen die richtig... Wie so ein Zombie, so ein halber. Vor allem, dass die mich im Dunkeln gesehen haben. Wo ist denn das Zelt? Oh, du machst so viel Krach, Karnickel. Hau ab! Hier ist Wasser. Ich baue mich mal, glaube ich, hier hin. Es wird doch Zeit. Es ist so spät. Oh, diese Geräusche. Wir machen als besten als erstes mal ein Lagerfeuer. Die Frage ist, was machen wir für eins? Machen wir erstmal ein ganz normales Standardfeuer. Das setzen wir da hin. So. Es wird windig. Na, Happy Birthday. Zünden wir erstmal das Feuerchen an. So. R kann ich drücken. Dann können wir nämlich wechseln, was wir drauflegen. Dann legen wir mal... Ja. Den Baran da drauf. Und jetzt müssen wir eigentlich nur abwarten, dass das Essen gar ist. Ich glaube, wir können auch... Na los, lauf ins Feuer. Das ist schon wieder zwei. Och, nee. Essen. Kann ich das denn noch... Ah, ich kann das noch ein bisschen anfachen. Na los, haut ab! Das ist Feuer. Feuer ist tödlich für euch. Ihr habt hier nichts verloren. Ich und mein Lagerfeuer. Tja, was macht er denn da jetzt? Ihr wollt mich doch austricksen. Haben die Angst vor Feuer? Der geht, glaube ich, weg, ne? Da ist er da oben jetzt. Alter! Wie viel sind das? Ich kann es leider nicht. So. Den habe ich jetzt aggro gemacht. Ist er tot? Du Arschloch. Hier, ab. Voll in die Kehle. So. Du auch? Willst du auch was? Hier, du Arschloch. Du nervst. Na los. Wenn du meinst, dass du essen musst. Was ist denn das? Ein Karnickel. Na los, komm her. Kratz ab. Und zack. Ab da rein. Ab ins Herz. So. Das ist ja noch einer. Oh no. Sag mal, wie viele laufen denn da rum?
Ich habe hier langsam ein kleines Problem. Ich glaube, das sind Kannibalen. Das sind keine normalen. Oh. Hilfe! Warum sind denn hier so viele? Boah, es ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Ich meine, hallo? Haut euch doch gegenseitig ins Koma. Ihr habt es verdient. Oh, ich kann mich nicht verteidigen. Ich bin gleich tot. Oh, huh. Na los, das müsst ihr euch doch eigentlich den Rest gegeben haben, dass ihr jetzt endlich mal abhaut. Na los, ich sehe nichts. Du auch, los, nein. Oh, puh. Hilfe. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe fast nichts mehr. Es ist so grau, alles hier. Huh, er hat sich angezündet. Ja. Na los, verbrennen. Wie? Die können sich wieder... Nein. Boah. Hey. Scheiß die Wand. Nein. Nein, ich bin tot. Ey, wie soll man das denn schaffen, bitteschön? Huh. Wo bringt er mich hin? Hilfe!